in sight. I asked my friends about her, but all they looked was tight. Lucy, please come by where she belongs. I beg her to you, baby, please don't leave me alone. So, und dann habe ich noch das hier gefunden. Ist nur ein Detail, aber ja, es rundet das Ganze ab. Wir haben hier Helene Fischer lüftet ihr dunkles Geheimnis. Das besteht darin, dass sie eigentlich dunkle Haare hat hier. Sie hat braune Haare, sie ist nicht blond. Ja, das ist die gleiche Person hier. So. Und diese Person, diese Helene Fischer, die gibt's nicht. Das ist ein Kunstname. Respektive eine Abwandlung. Ich habe hier steht der richtige Name, das ist hier. Jelena Petrovna Fischer. Okay, also aus Jelena wurde Helene und die Haare wurden von braun zu blond. So, das ist ein germanisiertes Produkt für den Markt. Okay, und diese Person hier mimt diese Helene Fischer. So, ich denke, das ist auch die Wahrnehmung, die man so hat als Person, die einen Star verkörpert. Weil der Star ist ja ein Kunstprodukt, wie eine Katy Perry. Es gibt keine Katy Perry. Das ist ein Produkt, das funktioniert, das in Szene gesetzt werden muss, allerdings, um zu funktionieren. Aber das wird ja dann getan. Aber es gibt diese Katy Perry oder Helene Fischer, es gibt diese Leute nicht wirklich, sondern die werden dargestellt, interpretiert von Menschen. Und das ist ihr Job. Und ja, also wir sehen schon an diesem Detail, dass die Haare gefärbt sind, dass der Name verändert wird, dass man hier mit etwas konfrontiert ist, was von Beginn weg eine Lüge ist, eine Vortäuschung, eine Illusion. Okay, ich meine, so funktioniert halt dieser Markt. Aber irgendwie ist man sich dessen nicht so bewusst. Es gibt Leute, die denken, das ist eine richtige Person, diese Helene Fischer. So, was aber nicht der Fall ist, das sind Produkte, die dargestellt werden von richtigen Personen. Und das hier ist nun die richtige Person. Okay? Und die andere Sache ist, es wird ja nicht irgendjemand einfach so ein Riesenstar. Das sind meistens Leute, die bereits irgendwie in Verbindung stehen mit diesem Geschäft. Sie hier war offenbar Musical-Darstellerin. Und ich meine, diese ganzen Musikproduzenten, diese Leute in diesem Business, die haben ja auch alle Kinder. Und ich meine, diese Leute, das wird aus diesem Umfeld generiert, diese Stars. Und die kriegen dann ein Angebot. Eben dieses oder jenes zu verkörpern, weil man wird ja hergemacht für den Markt. Man soll ja etwas darstellen. So, irgendein Image, ja, jeder Star hat so sein Dings. Ja, da kriegen sie das Angebot. Und wie wir gesehen haben, vorher, was ich dir gezeigt habe, das waren die ersten Szenen plus weitere Szenen aus diesem Clip, Atemlos. Atemlos heißt das Lied. Okay, und du siehst die Markierung, du siehst die Clubzeichen, die alles beweist, dass diese Person sich verkauft hat an diese Industrie. So, ja, das wollte ich dir hier noch zeigen, so ergänzend. Okay, bis bald, ciao.